One-Click-Host der Downloads ohne einen Download-Manager sind schwer vorstellbar. Und wenn man von One-Click-Hostern spricht, dann hat man in den meisten Fällen den JDownloader schon im Hinterkopf. Das liegt ganz einfach daran, dass One-Click-Hoster eine Größenbeschränkung haben und Urlaubsvideos eben dann aufgeteilt werden müssen in verschiedene Parts. Damit das Herunterladen dann nicht sehr beschwerlich ist, kann der Download-Manager diese ganze Arbeit im Hintergrund abnehmen und das Downloaden ist dann mehr oder weniger wirklich mit diesem One-Click, also diesem einen Klick, getan. So kann der JDownloader zum Beispiel Dateien automatisch entpacken, wenn man ihm das Passwort mitgibt. Die heruntergeladenen Archive kann er dann auch wieder löschen. Am Ende des Tages hat man auf der Festplatte also nur die Datei, an die man ursprünglich ran wollte. Also das Urlaubsvideo zum Beispiel. In diesem Video will ich mir aber mal einen Konkurrenten zu dem JDownloader anschauen. Und zwar der Download Manager Miponi. Ob dieser dem JDownloader ebenbürtig ist, kläre ich in diesem Video. Bevor ich jetzt auf die beiden Download Manager eingehe, erstmal ein paar Infos zu dieser ganzen One-Click-Hoster-Geschichte. One-Click-Hoster kann man im Prinzip wechseln wie seine Unterhose. Es erscheinen relativ oft neue Anbieter auf dem Markt und genauso schnell verschwinden die auch wieder. Und dann gibt es ja nicht nur die One-Click-Hoster, sondern auch noch die Multi-Hoster, die verschiedene Accounts eben bündeln können. Das wiederum hat zur Folge, dass die Entwicklung an so einem Download-Manager sehr aufwendig ist. Es müssen immer wieder neue Hoster integriert werden, alte gelöscht werden und natürlich müssen die Multi-Hoster-Funktionalitäten auch immer mit dem Stand der Technik mithalten. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Multi-Hoster dann einen neuen Hoster aufnimmt in seinen Katalog, dann muss der Download-Manager dafür Sorge tragen, dass auch dieser wieder unterstützt wird. Dieses Problem würde sich am einfachsten über Schnittstellen, also über APIs, lösen lassen. Allerdings bieten nicht alle Hoster und auch nicht alle Multi-Hoster solche an und dementsprechend müssen die Anbieter dieser Download-Manager auch mal kreativ werden. Was müssen die Download-Manager aber noch können? Tja, und da wären wir beim Thema DLC und Click and Load. Damit das Downloaden einfach ist und die Links auch nicht so einfach herausgefunden werden können, wobei ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich obsolet. Es geht eigentlich bei diesen Containerformaten eher darum, dass man viele Links mit einem Klick in den Download Manager einfügen kann. Und damit genau das funktioniert, muss der Download Manager wiederum Click and Load oder das DLC Containerformat unterstützen. Und DLC Containerformat ist natürlich Blödsinn, das ist das DL Containerformat, weil C steht offensichtlich für Container. Das heißt, One-Click-Hoster-Downloader haben ganz andere Ansprüche als Standard-Downloader, die dann halt einfach mit einem HTTP- oder FTP-Link zufrieden sind. Da könnte ich wahrscheinlich einen uralten benutzen und der würde heute noch funktionieren. Bei dieser ganzen One-Click-Hoster-Geschichte sind die Anpassungen deutlich dynamischer. Jetzt aber genug geredet, reden wir mal über Miponi. Ich hoffe, ich spreche den Namen so richtig aus. Immerhin ist das einer, der aktuell noch entwickelt wird und der dem JDownloader definitiv Konkurrenz macht. Zumal Miponi noch eine Torrent-Unterstützung hat, das heißt, ich kann damit auch Torrent-Dateien herunter- und hochladen. Als deutscher Nutzer bitte vorsichtig sein. Selbstverständlich sollte man nur legale Torrents laden und darauf achten, keine illegalen Medien im Internet zu verteilen, sonst droht in Deutschland eben eine Abmahnung. Bei meinen Tests jetzt hat Miponi eigentlich sehr gut funktioniert. Ich habe Premiumize und Premium TO getestet. Was mir aber zum Beispiel aufgefallen ist, dass die Storage-Funktionalität von Premium TO nicht so gut unterstützt wird wie ein JDownloader. Wir haben auch so ein paar Einstellungsmöglichkeiten gefehlt. Ich würde halt mal sagen, Miponi ist sehr rudimentär, bietet aber zumindest die Basisfunktionalitäten an, die ich von so einem Downloader erwarte. Das heißt, ich kann Click and Load verwenden. Pakete werden sinnvoll zusammengefasst und entpackt. Es werden Premium-Hoster unterstützt und ich kann meine Accounts hinterlegen. Also alles das, was der JDownloader auch kann. Trotzdem gibt es ein paar Unterschiede. So kann zum Beispiel das Programm, wie gesagt, schon Torrents. Aber es ist auch ein kleiner Browser integriert, der es dann wiederum einfacher macht, Links zusammenzusammeln. Es gibt jetzt aber für mich nicht einen Grund, vom JDownloader umzusteigen. Torrents, dafür hat man in der Regel eine Seedbox, beziehungsweise die Multihoster bieten das von sich aus schon an, das Ganze im Webinterface zu machen. Der JDownloader wiederum unterstützt ja keine Torrents, aber halt eben Usenet-Downloads, was Miponi wiederum nicht unterstützt. Da ist also das Ganze ausgeglichen. Ein interessantes Feature, was jetzt noch erwähnenswert wäre, wäre die Fernsteuerung.
Ich kann also so einen Webserver aufsetzen und dann von einem Browser aus im Heimnetz zum Beispiel den Downloader steuern. Das kann der JDownloader aber auch wiederum. Der Dienst heißt einfach MyJDownloader. Hier wäre vielleicht hervorzuheben, dass das Ganze im lokalen Netz geht, ohne eine Cloud-Anbindung, was mir persönlich deutlich besser gefällt. Diese Fernsteuerung wäre vor allem dann interessant gewesen, wenn ich den Dienst auf einem Raspberry Pi oder irgendeinem Linux-Server hätte laufen lassen können. Das ist aber nicht der Fall, es wird meines Wissens nach nur Mac und Windows unterstützt und es gibt auch noch eine Android-App. Was man auch erwähnen sollte, es gibt auch eine Kaufversion, die aber jetzt nicht wirklich besondere Vorteile bietet. Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen interessant wäre, wäre halt, dass mehr als zwei Torrents gleichzeitig laden können. Die Vollversion ist allerdings auch super günstig. Man bekommt, glaube ich, für 19 Euro schon die Lifetime-Version. Also da gibt es auch nicht wirklich was zu meckern. Mich würde mal interessieren, welchen Download-Manager du benutzt. Und wenn du eine Idee hast, was es noch für Download-Manager für One-Click-Hoster gibt, würde ich mir die natürlich auch gerne anschauen. Mir bekannt ist jetzt Piload, den End-Download-Manager, Miponi und JDownloader. Wenn du noch einen weiteren kennst, schreib mir den doch mal bitte in die Kommentare.